Afghanische Firmen bauen eine neue Brücke in Kunduz. Die Bundeswehr steht mit Rat und Tat zur Seite. Eine Baustelle für eine Brücke in der Provinz Kunduz. Hier bauen afghanische Arbeiter an einem Übergang über den Kunduz-Fluss. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Brücke ist 80 Meter lang und von ihrer Breite für Lastwagen geeignet. Betonstücke für den Unterbau und die fast 6000 Schrauben haben die Afghanen selbst verbaut. Eine afghanische Firma beschäftigt hier bis zu 30 Arbeiter. Mit dabei Handwerker und Ingenieure. Die Firma allein trägt die Verantwortung für den Baufortschritt. Unterstützt wird sie durch die Verwaltung der Bundeswehr. Bis heute dauerte der Bau etwa 2 Jahre. Grund dafür war vor allem die Sicherheitslage in der Provinz Kunduz. Mit Unterstützung der Provinzregierung können lokale Sicherheitskräfte ihre Baustelle selbst schützen. Trotzdem kommen regelmäßig Schutzkräfte der Bundeswehr. Ziel des Besuchs: die Baustelle überwachen und Präsenz für die Bevölkerung zeigen. Vor Ort erledigen die Afghanen ihre Arbeit selbstständig. Angehörige des deutschen Wiederaufbauteams kommen nur noch zur Kontrolle. Unlösbare Probleme gibt es aus Sicht der Bundeswehr aber nicht. Die größte Herausforderung war eigentlich die Natur, also der Flussverlauf, natürlicher Flussverlauf, der sich immer wieder ändert. Und die Bauarbeiten und das Montagekonzept war eben auf die Hoch- oder Niedrigwasserzeiten abgestimmt. Durch Ramadan gehen die Arbeiten natürlich ein bisschen zurück, aber danach wird es eigentlich ganz flott zu Ende gebracht werden. Gute Aussichten für die Infrastruktur in der Region. Afghanische Firmen und lokale Sicherheitskräfte arbeiten Hand in Hand für bessere Verkehrsverbindungen. Ende September übergibt die Bundeswehr die Brücke. Und solange in Zukunft nur der Wasserstand ansteigt, können deutsche Soldaten auch hier irgendwann ihre Verantwortung abgeben.